Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play, die Reignited Trilogy bei Spyro the Dragon Teil 1. 35% haben wir bisher abgeschlossen. Und ich wollte gerade mal zeigen, es gibt anscheinend immer Bildchen irgendwie für das Level, wo wir gerade sind. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das nur auf die Welten bezieht oder auch wirklich auf die Level. Level wäre natürlich noch cooler, aber ich denke mal, werden nur die Welten sein. Ich werde dann fürs nächste Mal, werden wir in ein Level betreten und dann aufhören und dann werden wir ja sehen, ob das auch levelbezogen ist. Gut, dann machen wir mal weiter. Das Abenteuer geht weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Ha, ich freue mich schon wieder richtig. Ja. So. Magic Crafters. So, jetzt will ich gerne wissen, wie sie Blowhard übersetzt haben, aber ich kann das von hier leider noch nicht lesen. Deswegen müssen wir erstmal das Level machen. Oh, jetzt kommt, glaube ich, das erste Mal der Supersprint. Na, scheiße. Kommt der nochmal da runter? Penner. Oh! Interessant. Ja, komm. Kamen die nicht immer auf einen zugelaufen? So ganz langsam? Und die hatten, glaube ich, vorher einen grünen Umhang an, oder? Oder verwechsel ich das mit den anderen? Aber wir hören uns hier erstmal Mr. Drache an. Wer bist du denn? Kosmos. Den magischen Künstlern. Ich möchte, dass du die Drachen befreist, unseren Schatz zurückholst und den blauen Dieben die Eier wieder abnimmst. Nettes Kostümchen hat er angehabt. Und sie machen auch noch... Au. Ah, da bist du. Hm. Ja, du. Komm du mir mal da runter. Da steht er wieder. Aha. Nächstes Ei. Super. So. Dann können wir jetzt mal nach draußen gehen. Nee, das sind andere, okay. Die lachen immer noch so bescheuert. Ich zeig's euch, was denn da gerade passiert. Ja. Passt ihr nur mal auf, ne? Hol euch da mal gleich runter, du. Alpenkamm. Alpine Witch hieß es, glaube ich, ne? Oder war das da oben? Achso, der hat ja so ein... Okay. Ja, leck mich. Ich habe richtig Schmerzen gehabt. So, euch brauche ich mal gerade hier. Dankeschön. Okay, das war auch easy peasy. Lemon squeezy. Oh, das ist aber knifflig. Kriegen wir aber hin. Ja. So. Okay, dann hätten wir das hier auch. Gehen wir erst nach oben, ne? Oder machen wir euch erstmal kaputt.
Aber da bin ich auch gespannt, wie hier der Supersprint aussieht. Erstmal noch hier hinter gucken. Was ist das? Luftige Höhlen. Oh nee, das ist das mit den Spinnen, ne? Zantor. Du kannst entlang von Pfeilen wie diesen hier vorstürmen, um eine Superladung zu beginnen. Superladung? Spitze! Na los, probier's aus! Superladung? Das heißt Supersprint. Was ist da los? Ach stimmt, hier war ja genau Kiste. Ah. Na gut, holen wir uns das Leben. Kiste. Schlüssel war hier vorne irgendwo. Okay, dann machen wir mal eine Superladung. Uiuiuiui, da war was. Ah, die sahen aber süß aus. Oh, 25. Habe ich die Kiste eben gerade kaputt gemacht, die man damit kaputt machen musste? Ach Mann, ich vergesse immer, dass man hier nicht flattern kann. Die gefallen mir. Die Zauberer. Nee, Kiste habe ich nicht kaputt gemacht, war ja klar. Na, dann machen wir das gleich. Ich glaube, Fluglevel machen wir zuerst. Würde ich sagen. Na, du kannst mal noch warten. Okay, dann holen wir uns erst nochmal die Kiste hier. Also was heißt nochmal? Holen wir uns mal die Kiste hier. Ja, dann Supersprint nochmal. Ach, ficken. Bin in die Wand gelaufen. Jo. Haben wir hingekriegt. Locker lässig. Aber konnte man die damals auch nicht abfackeln? Ei. So, wie heißt du? Wirbelfiel. Mhm. Oh, ich bräuchte mal ein. Dankeschön. Und da sind die letzten zwei. Super. So, wie heißt du denn? Danke, dass du so viele Dracheneier zurückgebracht hast, Spyro. Tuko heißt er. Steig ein, wenn du bereit für die Monstermacherwelt bist. Möchtest du dorthin? Nö. Aber guck mal, wir haben hier noch gar nichts in dem Level gemacht. Dürften aber schon weiter zu den Beastmasters. Ja, was habe ich gesagt? Fluglevel wollten wir zuerst machen, ne? Ja, erstmal Drachen noch holen hier. Bolda! Dieses Portal führt an einen Ort, wo du fliegen lernen kannst. Ich weiß noch, wie ich mir als junger Drache meine Flügel verdient habe. Fliegen lernen. Verstanden. Hat er nicht im Originalteil was anderes gesagt? Hat er nicht irgendwie darauf hingewiesen, dass in Artisan, dass man da auf dem, auf diesen Platten, hallo Sparks, dass man da auf den Platten rumhüpfen muss? Hat er das nicht hier gesagt? Ich weiß es nicht. Was heißt das? Kristallflug. Wir werden auch gleich mal mit der Fee sprechen. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass man die anquatschen kann. Gucken, was die einem so zu erzählen hat. Was war denn Kristallflug? Das war, glaube ich, auch das mit der Eisenbahn und diesen komischen Hubschrauberdingern, ne? Ne. Das ist nicht das Level, was ich im Kopf hatte. Da.
Die Musik ist okay. Also der einzige Titel, der mir bisher nicht so gepasst hat, war von dem ein Fluglevel da. Night Flight war es, glaube ich. Es hat sich nicht richtig angefühlt, was ich hier getan habe. Das ist auch eigentlich die letzte Kiste. Okay. Ich muss dann erst die Hubschrauber machen. Nicht Hubschrauber, die Flugzeuge. Das ist nämlich, glaube ich, so gedacht, dass man dann die Flugzeuge macht, wobei man die Bögen noch gar nicht abgeschlossen hat. Oder man, die Bögen könnte man abschließen. Ach, wisst ihr Bescheid. Und der Ton gefällt mir auch ziemlich gut, wenn man die Kreise da einsammelt. Okay. Ist, denke ich mal, so gedacht, dass wir das so machen. Ach, scheiße. Ich hoffe mal, ja, das passt. Hätte ich auch schon fast wieder verpasst. Sehr schön. Eieieiei. Okay. Wäre das auch erledigt? Beenden. Wunderbärchen. Das ging nochmal fix. Also richtig zufrieden, das Spyro auf dem Rückflug. Dann machen wir jetzt... Ich würde sagen, gehen wir einfach rückwärts. Achso, ich wollte dich ja noch anquatschen hier. Hallo. Nö. Ach, speichern dürfen wir auch nicht mehr. Au. Ach genau, hier oben. Die luftige Höhlen. Luftige Höhlen, weil das, glaube ich, mit den Eiszauberern. Und dem Eierdieb, der, glaube ich, einen ziemlich langen Weg hat. Oder? Bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Aber wir werden jetzt sehen, was das ist. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Level auf Englisch heißt. Caves. High Caves? Irgendwie sowas? Übertreibt mal wieder. Okay, das mit den Spinnen, alles klar. Ach du heilige Scheiße. Die sind ja riesig. Mir gefällt das Geräusch, wenn die laufen. Hi. Hi. Hat er gemacht. Oh, ein Zehner gibt er her. Wie kriegen sich hier alle wieder gegenseitig? Wie man es gewohnt ist. Habe ich ihn eingesammelt? Ja. Ich höre eine Ziege. Da bist du. Okay. Da. Hallo. Wie heißt du? Cyrus.
bitte, unternimm etwas gegen die grünen Druiden. Die müssen immer alles verschieben. Druiden. Verschieben. Okay, dann holen wir erstmal hier drüben den Kram. Besser ist das. Sonst vergessen wir das noch. Ein Fünfer. Okay, sonst war hier aber nichts, ne? Ja, gut. Dann geht's weiter. Bin mal gespannt, ob wir dann auch wieder... Ich glaube, rot sind wir geworden, ne? Als... Na toll. Rot sind wir, glaube ich, geworden, als sie uns geknutscht hat. Ich bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher. Wird geladen. Ach ja. Und wieder von vorne anfangen, aber müssten... Nee, hier anfangen, stimmt ja. Ach Mann, das kann doch nicht sein. Immer der Kack da. Ich muss warten. Ist mir gerade eingefallen, wo ich gerade die Musik höre. Ich habe mich letztens übrigens verlesen. Ich habe vorgelesen, dramatische Musik. Da stand aber dynamische Musik. Denn wenn wir stehen bleiben, dämpft die Musik so ein bisschen ab. Ist ja nicht mehr so dramatisch. Jetzt zum Beispiel gar keine Musik mehr da. Der ist auch süß, wie der das Ding da hin und her bewegt. Was war das gerade? Das war sein Bein. Das Bein sah gerade aus wie sein Piepmatz irgendwie. Da! Ganz komisch. Oh, schön hier. Hier möchte ich gerne bleiben. Das gefällt mir. So, dann müssen ja genau die drei kleinen Feen, die uns das Leben retten, hoffentlich. Ich habe hier irgendwie immer ein bisschen Bedenken gehabt, dass die dann doch nicht mal kommen, weil die keinen Bock haben oder gerade Pause haben. Aber die waren immer da. Da will ich nicht rein. So, wer bist du? Ajax. Die nerven mich echt. Wenn ich groß und stark bin wie du, mache ich sie alle platt. Merk dir bis dahin, dass die Superladung dich unbesiegbar macht. Schöne Fliesen. Okay, dann würde ich sagen, fliegen wir gleich erstmal darüber. Aber wir machen erstmal hier ein bisschen Chaos. Huch. Oh, das wird so geil. In dem Bonus-Level. Wo dann ganz viele 25er da rumliegen. Oh, da freue ich mich schon drauf. Okay, dann fliegen wir erstmal hier rüber. Und danach machen wir den ollen... den... Eierdieb platt. So. Auch schön die Eiszapfen hier von der Decke. Überhaupt die Decke gefällt mir sehr gut. Ich mag auch hier diese... Wie nennt man das hier eigentlich? Ich finde auch in Rot sieht das sehr pornös aus. So, sind hier noch... Da sind noch zwei Edelsteinchen. Krieg dich noch. Ah, knapp.
Was war das denn? Ich wollte eigentlich Feuer speien. Aber Spyro hatte irgendwie, weiß ich nicht, keine Lust oder so. Aber jetzt kriegen wir ihn. Nice. Das finde ich auch eine ganz gute Erneuerung, von wegen, dass wir das sah merkwürdig aus. Das war schon im ersten Teil sehr merkwürdig und das sah jetzt hier genauso komisch aus. Ach genau, die Neuerung, dass man nicht mehr abwarten muss, dass das Ei zu einem fliegt. Sondern es wird halt einfach direkt aufgesammelt und gut ist. Ach, hier ist eine Kiste mit... Huch! Cedric! Kombiniere deine Superladung mit dem Springen und Gleiten, um die luftigen Höhlen zu erkunden. Die luftigen Höhlen? Aha, wissen wir Bescheid, woher das... Woher der Levelname kommt. So. Gut, dann... Hauen wir mal rein, ne? Ja, das ging doch mal klar hier. So. Frage ist, wo ist der Schlüssel? Das habe ich gerade irgendwie... Weiß ich gerade gar nicht, wo der Schlüssel ist. So. Die haben wir, glaube ich, alles. Ich glaube, hier habe ich beim Let's Play irgendwie auch... was vergessen. Hallo. Das sieht echt komisch aus. So, das wäre diese. War da noch eine Höhle? Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Die da? Die da müsste aber eigentlich die Nachhausetöle sein, ne? Nachhausetöle, da kam ja ein Tee dazwischen. Können wir die damit kaputt machen? Das will ich jetzt ausprobieren, ob wir die damit kaputt kriegen. Aber ich kann mich jetzt an keinen Schlüssel irgendwie erinnern. Um Gottes Willen. Tut mir leid, ich muss das ausprobieren. Warum fliegt ihr mich erst hier hin? Und dann lasst ihr mich so merkwürdig fallen. Nee, da bin ich jetzt eigentlich gegengelaufen, aber... Wenn wir keinen Schlüssel finden, dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Hallo Spinnchen. Guten Tag. Ja. Das ist ein Steinspinn. Interessant. Ich werde mir erstmal das Vernichtungsgerät holen. Ah, lass mich in Ruhe, du. Ah. Oh, krieg Gänsehaut, ey. Oh, nice. Gefällt mir. Gefällt mir, wie er aussieht. Das ist schön. Gib mir einen Knutscher. Ich hab gedacht, wir würden noch eine kriegen. Da vorne ist, okay, die hängt da irgendwie fest. So. Ich
glaube, das ist nur noch die eine, die da ist. Die werden wir, denke ich mal, so kriegen. Die hat sich da festgepackt. Ah! Genau das Geräusch, was die macht, das würde ich auch machen, wenn ich so ein Vieh sehen würde. Okay, das ist der Eingang. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur die Edelsteine hier holen. Und vielleicht noch ein bisschen Energie. So, zwei Spinnchen sind hier jetzt, glaube ich, noch, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier unten. Da hinten treibt die sich rum. Ja, wenn ich das nicht verkacke mit dem Losrennen, dann werden wir das, glaube ich, hinkriegen. Man dreht sich auf jeden Fall selbst rum. Ich darf da nichts machen. Weil sonst verdreht er sich und dann passiert das gleiche wie eben. So. Arachnophobie, weil wir alle Spinnchen getötet haben, aha. Okay. Das heißt, wir haben keinen Schlüssel. Jetzt ist die Frage, müssen wir das mit dem Feueratem aufmachen? Was ein sehr weiter Weg ist. Ach komm, ich versuch's nochmal dagegen zu laufen. Vielleicht habe ich es ja eben doch nicht richtig getroffen. Gut. Und uns fehlen 5 Edelsteine. Da würde ich sagen, Sparks. Das ist nicht Sparks. Was ist Sparks? Was war denn nochmal? Wie ging denn nochmal? Da. Irgendwo da. Na gut, dann gleich. Was denn nun? Also das werde ich hier nicht verstehen, warum die das so komisch gemacht haben. So, hier ist irgendwo. Ich hoffe mal, dass es nur ein Fünfer ist. Ja, da kommen wir natürlich nicht hin. Ach, Sparks. Du machst denn immer so Kram. Ach, geh mal hier lang. Zu der Dame da oben. Das ist nämlich, glaube ich, kürzer. Glaube ich. Wir können ja nochmal nach Sparks fragen. Kann ja sein, dass das gar nicht... Ja, siehst du, ist doch gar nicht hier. Ist das dann er hier? Habe ich den nicht getötet? Tatsächlich, ich habe den nicht getötet. Na gut. Dann werden wir das Level auf dem offiziellen Weg beenden. Oh Gott. Ich muss mir angewöhnen, länger in der Luft zu bleiben mit Spyro. Weil das hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Der Zeitpunkt, beziehungsweise die Zeit, die wir brauchen, um am höchsten zu springen, habe ich jedenfalls das Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen anders ist. Gut, dann machen wir jetzt Alpine Ridge. Ist das das letzte Level in diesem Level? Ich glaube schon, ne?
Ah, da ist doch noch ein anderes Level. Warum haben sie das denn hingepackt? Da war doch noch eins mit so ganz viel Supersprint-Zeug. Ich weiß es nicht. I don't know. Ich weiß nicht.